Und ihr hört auch schon die Spielmusik. Hallihallo, seid gegrüßt. Und ich begrüße auch direkt mal wieder hier meinen Co-Kommentator Original. Hi. Hallo, grüß euch. Heute leider ohne Kamerabild, aber... Wir werden es verschmerzen. Wir haben dein schönes Bild hier mit dem Weinglas in der Hand. Ja, sehr gut. Ja, ansonsten hallo, wie gesagt. Freuen wir uns auf den heutigen Spieltag. Genau, wir sehen heute Winkels gegen Cesarex. Wir können uns auch noch kurz die Tabelle anschauen. Das machen wir direkt mal. Sehen wir gleich den ersten Skandal, wie ich finde. Okay, dann erklär mal was, ja. Ich weiß es nicht, wann das aktualisiert wurde. Auf jeden Fall der Platzhalter, der beim Winkels in der Liga war, ja, der eigentlich für Nachrücker gedacht ist, der wurde jetzt gekickt und damit hat jeder Spieler eine Map gewonnen. Also ich weiß es nicht, warum er ihn nicht einfach rausgenommen hat. Ja. Wie das in anderen Ligen der Fall war, soviel ich weiß. Oh nein, ich sehe es gerade, überall wurde der Platzhalter gekickt. Also das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Programm liegt oder mit der Verarbeitung, dass die halt 8 Slots brauchen. Ja, aber... Also ich verstehe es nicht ganz. Das macht doch aber alles kaputt von der Statistik her. Genau, es ist ja auch so eine kleine inoffizielle Wette zwischen Winkes und mir gewesen, wer überhaupt eine Map holt und falls ja, wer wie viele. Das rechnen wir natürlich aus der Wette raus, intern machen, ist ja nochmal eine andere Sache. Ja, aber es stört mich trotzdem, dass da jetzt halt Score 2 steht beim Winkes. Ja. Wobei, muss man ja ganz klar sagen, er hat bisher noch keine Map geholt. Genau, wollen wir es nochmal betonen. Stimmt, genau, stimmt. Und wir sehen allerdings hier bei Cesarex 2 Matches, Score 3. Er hat auch schon gegen den Platzhalter gespielt, also ein Unentschieden hat er. Und das Unentschieden hat er tatsächlich gegen Großmal geholt, sehe ich gerade. Ich bin heute leider nicht ganz so gut vorbereitet. Ja, und zwar, das war jetzt im Vorfeld auch zu sehen. Winkes hat einen Spieler von hier gecastet, das Replay sich angeschaut, das war ein Orc Mirror. Und es war in der Tat ein 1:1. Und genau, von daher sind wir da mal sehr gespannt. Genau, also wie gesagt, der Gegner scheint nicht schlecht zu sein. Großmal kennen wir ja schon, der hat ja schon gegen Winkes gespielt. Das war, glaube ich, der Erfahrene, der schon 4-5 Ligen, 4-5 Saisons gespielt hat. Und war jetzt nicht so hochklassig wie mein Grab zum Beispiel oder Cup, der ja bis in Liga 3 sich hochgekämpft hatte. Auf jeden Fall sehr erfahrener Spieler, auch Liga 4 erfahren. Ich denke, die Favoritenrolle liegt heute mal wieder bei ihm. Okay, wunderbar. Ansonsten wobei, noch... Moment. Ja, genau, das war Großmaul. Übrigens, Cesarex hat letztes Jahr ebenfalls in der Amateurliga gespielt. Okay, Moment, Cesarex. Trainers Academy. In der Parallelliga zum Winkes, genau. Und hat er immerhin bei 7 Matches 12 Scores geholt, okay? Genau, also er, im Grunde hat er in 6 Matches 10 Scores geholt, weil da wurde auch einer gekickt. Sie ist gerade wieder, auf jeden Fall hat er die Liga dominiert. Ich bin ein bisschen beeindruckt von seinem Unentschieden gegen Großmaul. Ich habe es leider nicht gesehen, weiß nicht, was da los war. Ansonsten ist das so einer der Kandidaten, der sich auf dem Papier schon auf Winkes-Niveau bewegt, sofern Winkes A-Level abruft und ja vielleicht Schwächen zeigt. Aber warten wir es mal ab, was wir im Spiel sehen. Übrigens, lustigerweise, Santo.de habe ich gerade gesehen, war auch in dieser Amateurliga. Genau. Und ist jetzt auch quasi jetzt hier drin, hat auch schon einen Unentschieden geholt gegen Snuggles. Genau, und Snuggles wiederum scheint auch nicht schlecht zu sein. Also es ist so ein bisschen, die Liga ist so ein bisschen ausgeglichener als bei mir, glaube ich. Oder zumindest ein Unentschieden für jeden so ein bisschen drin ist. Außer für den Winkes. Warten wir es mal. Also wie gesagt, heute, also die zwei Cerarex und Santo.de, das sind so die zwei, die ich zum Saisonstart so auf Winkes-Niveau gesehen habe. Wo ich dachte, gegen die beiden müsste eigentlich einer Map holen können. Genau. Bisher ja Spiele gegen Boko, Gea und Großmaul. Und Retroskills scheint aber auch bisher sein Spiel 2-0 verloren zu haben gegen Snuggles. Also von daher müssen wir da auch mal gucken, wie gut Snuggles ist. Könnte natürlich jetzt, also da steht es halt sehr unvorteilhaft auf dem letzten Platz Retroskills, aber man kann dazu da noch nichts groß rausdeuten, meines Erachtens. So, Cerarex auch bei uns im Discord. Ich nehme mal an, dass es vielleicht doch spontan mit einem Interview klappen könnte. Das Spiel wurde mal wieder, ich bin mir nicht sicher, ob das an Winke seinen Gegnern liegt oder ob das an Winke selbst liegt, dass die Spiele jetzt zum zweiten Mal sehr kurzfristig terminiert wurden.
Ja, das ist eine gute Frage. Oder das kann man, ob das so eine spontane Liga ist. Vielleicht. Ist auf jeden Fall noch kein Spiel offen. Zumindest nicht unter SPN. Die Semi-Pro-Noobs. Da müssen wir noch kurz drauf warten. Ja, ansonsten, ich nehme mal an, Zerarex spielt Ork übrigens. Auch mal schön, dass wir die Rasse mal ein bisschen näher sehen. Genau, er hatte gerade einen Blade Master als Ersthelden und dann einen, wie heißt der, Schamane oder dieser Heil? Dieser Heil, genau, der Voodoo, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie er heißt, aber dieser Voodoo, Shadow Priest ist wiederum was anderes, also okay. Dieser Voodoo Priester. Ja. Können wir gleich mal gucken, wenn er wieder baut. Wir werden ihn wahrscheinlich sehen, von daher, ja. Gut, ja, und beim Weg ist mal gespannt, der hat ja jetzt doch wieder ein paar Sachen ausprobiert. Okay. Also am letzten Spieltag meine ich jetzt. Ach so. Und mal gucken, ob er... Mal gucken, was er vorhat. Bin mal gespannt. Ja. Ansonsten kurze Verzögerung, noch kein Spiel. Wie ist dein Müdigkeitslevel von 1 bis 10? Oh, schön, dass du fragst. Ein bisschen müde wie immer. Aber geht schon. Okay. Darf man sonntagsabends auch mal sein nach einem anstrengenden Tag oder so? Ja, stimmt. Natürlich. Ja, ansonsten großer Ausblick, ist noch nicht fix terminiert mein nächstes Spiel, entweder am Dienstag um 21 Uhr, je nachdem wie es unseren Cast dann passt, ansonsten haben wir als Ausweichtermin mal Mittwoch ab 20 Uhr gesagt, werden wir dann im Laufe, naja, so viel Zeit ist ja nicht mehr, sag mal morgen, denke ich, wird es dann sich entscheiden und dann geben wir es auf Discord bekannt. Ja, müssen wir nochmal gucken, und Hahn ist immer schlecht, aber kriegen wir immer hin. Das Spiel ist offen. Und Winkes hat es erst ohne Observer erstellt. Danke, Winkes, dass du es jetzt mit Observer erstellt hast. Der Klassiker, da kann ich jetzt gar nicht mal so auf ihn schimpfen, weil das passiert mir leider auch andauernd. Und jetzt ist das zweite Wichtige, dass man nicht vergisst, die Rasse einzustellen. Winkes hat es natürlich schon gemacht. Winkes hat schon direkt gemacht. Cesarex auch rüber und wir sehen einen Ork. Die Farbenauswahl ist die nicht sogar hier eigentlich vergeben? Muss sie nicht von der Liga fest? Ist genau, wie du sagst, ist eigentlich vorgegeben, dass man in Rot und Blau spielen muss. Man sieht es aber öfters. Ich weiß es nicht, ob sich noch nie jemand beschwert hat oder warum die Regel drin steht, weiß ich auch nicht. Also wenn du wenigstens ein Spiel verliert, können wir es melden und dann... Ja, es geht, glaube ich, einfach so darum, es gibt ja auch so, sagen wir mal, größere Streamer, für die Liga und von Rocket Beans. Ich glaube, denen geht es einfach nur darum, dass keiner zu ähnliche Farben nimmt. Also Violett und Schwarz zum Beispiel finde ich persönlich furchtbar. Ja gut, da geht's eher darum, dass die Zuschauer auch wirklich was sehen können, weil wenn du nicht in der Action bist und musst selbst drauf gucken von außen, ist immer ein bisschen schwierig. Genau, also es geht da glaube ich einfach nur darum, dass es eine Grundlage gibt, die Spieler zu kontrastreichen Farben zu zwingen zu können. Ich glaube, das versteift sich dann im Zweifel keiner auf Rot und Blau. Aber warten wir erstmal ab, das Spiel geht los. Wunderbar, wir sind sehr gespannt. Wie sage ich es als Ork, Winkes als Untoter? Ich weiß nicht, wer zuerst genannt war. Ich glaube, der Winkes war zuerst genannt, kann das sein? Ja. Weißt du das? Also du meinst im Ligaspielbaum, oder was? Genau, im Matchup. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Warte, dann tapp ich mal kurz raus und guck nochmal schnell, weil mich interessiert, welcher Pick das war. Noch kein Ziggurat bei Herr Winkes. Wird jetzt gerade gebaut. Nein, es ist Cerarex gegen Winkes, das heißt Amazonia ist der Pick vom Cerarex gewesen heute. Okay. Das ist also die Home-Map vom Cerarex. Amazonia kennen wir ja, dieser Spot hier links, wo der Orange und der Grüne nebeneinander sind. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Alternativlos das zu creepen. Wollen wir gucken, wie lange es dauert, bis der Held rauskommt oder bis der Held im Auftrag ist, weil der Ziggurat scheint mir dieses Mal wieder relativ spät zu kommen. Ja, nee, das ist glaube ich relativ nah dran diesmal. Wir können ja wieder Sekunden zählen, einfach damit wir es auch mal wieder festgehalten haben. Eieiei, dieses Ziggurat, ja. 6, und jetzt dran denken. 7, 8, der Held ist immer noch nicht draußen quasi. 11 Sekunden, hätte ich jetzt gesagt. So, das Ritt. 11 Sekunden. Aber gut. Und dafür scoutet er. Und er wird, denke ich, scouten, dass da der Farseher kommt beim Ork.
Korrekt, der schon bei der Hälfte ist. Und die Kaserne ist auch schon fertig. Das sprichst du bei, der wird im Fahrzeug herüberlaufen mit seinen Wölfen, versuchen zu stressen. Ein Grunt nimmt er mit, ansonsten kein zweiter Burrow im Bau. Das heißt, er wird dann Holz sammeln für seinen Tech gleich. Ding ist gerade auf dem Weg zurück wieder gewesen, kurz mit seinem Scout. Hat er den Scout verzögern wollen? Ja, genau, ich glaube, der war und er hat ja irgendwann in seiner Base was machen wollen und er wollte ihn nicht blind in die Base schicken und ihn verlieren, ohne irgendwas zu sehen. Aber jetzt sieht er den Fass hier. Da müsste er jetzt halt auch schon sämtliche Alarmglocken müssten da in Bewegung sein. Mit den Wölfen hat er ja Erfahrung, glaube ich. Und er sieht einen Grunt hinterherlaufen. Und sein Todesritter ist jetzt auch da. Und er lässt ihn jetzt einfach töten. Nee, scheinbar doch nicht. Der Wenk ist halt übrigens letzte Woche schon mal gegen Ohr gespielt, kann das sein? Ich glaube, ja. Bin heute wirklich, wirklich schlecht vorbereitet, weil mit den Wölfen habe ich gerade ein Déjà-vu gehabt. Ich glaube, das war letzte Woche auch schon gegen... Wenk ist auf jeden Fall im Tech, Friedhof im Bau. Die Streitkräfte eines Spielers. Ohr ist genau. Auch im Tech. Und Wenk ist mit dem Besuch Reflex. Oh ja, das überrascht mich jetzt schon, dass er halt nicht harassen geht mit den Wölfen, wie ich es eigentlich erwartet habe, sondern dass er creept. Und jetzt halt lässt er sich durch den Todesritter da schon ein bisschen rausbringen. Auch gerade einen zusätzlichen Bau in Auftrag gegeben. Linkes geht aber den Kampf aber aus dem Weg. Und es kommt die Kriegswerkstatt beim Ork, also das spricht ein bisschen nach Headhunter. Kopfjäger. So, der Winkus lässt sich mit diesem einen Wolf da vertreiben. Ja. Und jetzt hätte der Ork sogar die Zeit, das Creepcamp fertig zu machen. Ich glaube nicht, dass der Todesritter so schnell hinterherkommt. Na doch, okay. Scheinbar doch. Was sehen wir dann noch? Hat auf jeden Fall keinen weiteren Grunt nachgebaut. So wie du sagst, geht wahrscheinlich komplett auf die Headhunter. Winkes kriegt relativ viel Schaden, ohne irgendwas zu machen, habe ich so das Gefühl. Jetzt auch die Wölfe machen Schaden und der Held blockt. Zumindest kurzzeitig hat er schön gemacht. Und der eine Grunt ist erstmal aus dem Spiel, bis die Voodoo-Lounge der Shop fertig ist. Also insofern geht die Strategie von beiden jetzt erstmal auf. Ein bisschen den Gegner stören beim Leveln. Der Fassier hat 25 Lebenspunkte mittlerweile. Das war ein kleiner Creep, glaube ich, den er da erwischt hat. Und der Winkes hat noch gar nichts. So, aber jetzt kann er das Creep Camp endlich ungestört fertig machen. Geht mit dem Lightning Shield auch in die Mitte rein. Genau, erwischt er alle drei Creeps. Oh, das zweite Lightning Shield war jetzt leider ärgerlich. Aber egal, er hat einen Wolf dadurch verloren. Der wäre, glaube ich, eher gleich ausgelaufen. Jetzt macht er das Orange und damit ist er Level 2, während der Winkes erstmal mit dem Grünen anfängt. Korrekt. Aber auch viel Schaden auf seiner eine Fien. Und Sari, go Winkes! So, mittlerweile der Tag beim Winkes gerade in diesem Moment durch. Jetzt mal gespannt, ob er durchtaggt. Nein, er baut sofort das Schlachthaus. Ah, das schmeckt mir immer besonders gut. Er hat wohl gelernt. Und das ist auch dieser Moment, ihm fehlt ein bisschen Holz, aber er hat den Supply, um gleich den Lich in Auftrag zu geben. Dann hätte ich lieber das Ziggurat ein bisschen verzögert und dafür den Lich schon mal früher kommen lassen. Winkes macht's nicht so geschickt mit dem Lightning Shield. Ja, leider. Er geht in seinen eigenen Dienst rein. Oh, das ist leider jetzt nicht so gut, aber das ist schon so eine Multitasking-Sache. Ja, natürlich. Das ist nicht so einfach, er hat es auf jeden Fall versucht, so viel kann man sagen. Genau. Er hat es auch ungestört geschafft, damit Level 2. Ja, ist ungefähr auf demselben Heldenlevel, wobei hier Cesarek schon wieder am Creepen ist. Ding ist jetzt mit 3 Fiends. Und der Lich kommt. Und das ist genau das, was ich meine. Er ist auf Supply 30, 40. Es kommt aber auch keine Fiend nach. Also wenn er... Gut, er hat jetzt auf den Tech gespart. Doch auf den T3-Tech. Ja. Mittlerweile zwei Teil draußen mittlerweile beim Ork. Der Tauchen-Chief-Train. Der Tauchen-Häuptling. Lustigerweise aber jetzt auch nur einen Kopfjäger. Aber 3 Grunzer. Also er ist doch ein bisschen mehr auf Grunzer gegangen jetzt. Vielleicht auch aufgrund der... So, und jetzt kommt der Creep-Check. Mit einem schönen Clap. Könnte das bitter werden für den Winkes.
Ja, der Klepp war nicht ganz so schön, aber schön, dass Round vielleicht auf den Todesritter. Nein, der Link ist gerade noch mal aus. Meinst du der Stampfer? Genau, der Stampfer. Sorry, okay. Beim Klepp ist es beim Zwerg, beim Bergkönig, beim Mensch, beim Ork heißt es Stump, glaube ich. Ja. Ist ja ein kleiner Unterschied. Der Zwerg slowt und macht ein bisschen Schaden und der Stump stunt, das heißt, die Einheiten sind komplett bewegungsunfähig und macht ein bisschen mehr Schaden. Dafür ein kleinerer Radius und es hält nicht so lange an. Ja, ansonsten chillt der Winkes ein bisschen, hat auf seine Statue gewartet. Genau, auf die hat er gewartet, denke ich. Ansonsten dürfen wir den Winkes mal loben, 5 Arbeiter in der Mine. Ja gut, noch ist er ja unter Supply 50. Erst dann wird es ja spannend, ob er wieder einen Worker rauszieht. Aber ich muss da ganz still sein, ich habe letzte Woche 6 reingeschickt. Das haben wir live drauf gehabt. Das ist der Nachteil an unseren Streaming-Aktivitäten. Ging es jetzt mit 4 Fiends? Ja, und der Ork hat eben an der Screepcamp seinen letzten Stump verbraucht. Ich glaube, das hätte er auch so geschafft. Aber gut. Auch hier kommt der Ork. Dafür jetzt aber der Tauchen-Häuptling ist auf Level 2. Oh, jetzt wird der Winkes schön eingekesselt. Aber keine Mana mehr. Jetzt ein Clap in die Clap sage ich immer. Entschuldigung, ich meine den Stump in die Fiends rein. Das wäre lecker. Oh, aber der Todesritter muss so oder so aufpassen. Er hat die Infos-Potion. Grunzer fällt. Ja, aber Grunzer sind jetzt einige gefallen. Winkes macht schon gut Schaden. Zweiter Grunzer, wenn sich der dritte. Keine Fiend gefallen? Also, würde sagen, die Kampf... eine kriegt er leider. Ah, okay. Eine Fiend hat er verloren. Ja. Ansonsten ist der Kampf aber wirklich gut für den Winkes gelaufen. 3 Grunzer weg. 3 Grunts gegen eine Fiend und TP. Denke ich, war okay. Und jetzt mal gucken, was er macht. Er ist T3, und es kommt Destroyer. Winkes jetzt auch, also mit dem Ding auf, mit dem Licht auf 2. Also, die Grunzer haben ihm da geholfen. Beim Ork kommen jetzt die Raider und noch ein paar Headhunter. Kommen jede Menge Raider. Ja. Einer ist draußen, 2 im Bau. Man will so 2 will man eigentlich immer in der Armee haben, dass man den Gegner ensnaren kann. Wenn er jetzt wirklich auf Masse geht, könnte das vielleicht auch ein Angriff auf die Base werden. Weil die Raider einen sehr guten Gebäudeschaden haben. Genau. Und er entwickelt sogar Pillage. Das spricht sehr dafür, dass er sowas vorhat. Pillage heißt, dass seine Raider, seine Räuber für jeden Schaden, den sie an Gebäuden machen, Ressourcen generieren. Das entwickelt man im Haupthaus. Jetzt mit dem Goblin-Laden, Creep. Winkes war in der Mitte. Ich hab kurz gedacht, ob er da einen neutralen Held kauft, aber nein. Ja, und jetzt der Creep-Chip für den Ork. Gutes Timing. Ja, fast ein bisschen spät. Bisschen spät, leider, ja. Und wieder der Versuch auf den Surround, auf den Todesritter. Er hat ihn surrounded. Kann er sich da freikämpfen? Er hat einen Town Portal auf jeden Fall. Ich glaube, er muss das TP ziehen. Ja. Er macht's auch, ja. Weiß ich nicht, Skelette habe ich jetzt nur fallen sehen. Und ansonsten eine Einheit vom Ork. Genau, eine Ork-Einheit war's. Jäger, glaube ich. Nein. Und so ein fieses Skelett in der Base drin. Gut, das ist ja mehr ein Scouting-Skelett, würde ich sagen. Ja, ja, natürlich. Hätte mir fast gewünscht, dass er da ein bisschen auf die Arbeiter geht, vielleicht. Von den Helden her, der Ork leicht besser, wie wir sehen. 3-6, 2-6 gegen 3-2 und 2-1. Also halbes Level jeweils ungefähr höher, aber ist zu vernachlässigen. Ansonsten, wen siehst du vorne, den Ork? Kann man das so sagen, kann oder? Kann ich noch nicht so ganz entscheiden. Der Ork hat auf jeden Fall die größere. Das wollte ich genau sagen. Ist auch 10 Supply vorne. Genau, und das ist so der typische Moment, wo der Winkes sich so ein bisschen abhängen lässt. Ja, Krankheitswolke kommt raus für die Monstrositäten, hat aber noch keine Monstrosität. Ja, aber er hat ein zweites Schlachthaus. Ich wollte gerade sagen, ja, dass diese Forschung, die sehr sinnvoll ist, dauert aber auch lange. Dann bräuchte er ein zweites Schlachthaus, aus dem aber leider nichts rauskommt. Er hätte die Ressourcen, um dann. Er hat keinen Supply gerade. Wäre es geschickter, im Prinzip erstmal die Einheiten zu bauen und dann die. Er hat keinen Supply dafür, sehe ich gerade. Er hat Sigurd vergessen. Und Friedhof. Und jetzt siehst du mal, was die für einen Gebäudeschaden machen. Selbst mit einem TP. Jetzt kommt der Shop, der ist genauso schnell dran. Der gefällt sogar noch schneller. Und wie gesagt, er generiert dadurch Ressourcen. Und Winkes hat kein TP mehr. Oh, ja, gut, das wusste der Ork jetzt wiederum nicht. Hat aber zwei Gebäude komplett abgelöst.
in kürzester Zeit. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ja, und der Friedhof ist wichtig, er kann keine Fiends mehr nachbauen. Und der Shop ist wichtig, er kann jetzt nämlich keine Statues mehr nachbauen. Aber der Wink ist mit über 1000 Gold. Kann er Monstrositäten bauen? Die kann er, die müsste er noch... Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob der Friedhof da Voraussetzung ist. Noch momentan nur 3 Fiends, also er hat momentan eigentlich, wenn man die Statues ein bisschen abzieht, nur seine 2 Helden und 3 Fiends. Mehr ist die Armee momentan nicht wert. Und da haben wir halt noch 2 Grunzer. Wir haben jetzt eine Koto-Bestie mittlerweile dabei. 3 Raider. Also... Ich fürchte, er kann keine Fiends nachbauen, weil ihm der Friedhof abgerissen wurde. Er kann keine Monstrositäten nachbauen, weil ihm der Friedhof abgerissen wurde. Mittlerweile hat er nämlich Supply und die Ressourcen. Ja, der wird gerade nachgebaut und wir sehen aber auch 2 Monstrositäten gerade im Bau, jeweils eine. Okay, dann hat sich das geklärt. Dann kann er sie trotzdem bauen. Die Statues fallen natürlich relativ schnell. Guter Stamp. Stomp. Also der Ork, der auch der Taucher, was der hier an Sachen hat. Glassichtstrank, Unverwundbarkeitstrank. Und relativ stark, lässt sich auch immer gut rausdrängen. Aber Winkes verliert halt peu à peu Einheiten. Der Ork weiß, glaube ich, gerade weiß nicht, wie stark er gerade ist. Ich glaube, den Pusher der Logger gewinnen können. Ja. Er hat den Unverwundbarkeitsdrang, er hat eine Scroll of Healing noch dabei gehabt, im Zweifel das TP noch. Die Kodo, wenn du auf die Kodo-Bestie beim Ork übrigens klickst, der hat eine Fiend gefressen. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Von daher sehr lustig, einfach mal geguckt, irgendwas gefressen und dann wieder weglaufen. Das dauert eine Weile, bis die verdaut ist. Wenn sie verdaut ist, gilt das aber als getötete Einheiten und bringt auch Erfahrung. Okay, Wink ist jetzt gleich dann mit 4 Monstrositäten, ist dafür im Upkeep. Ork geht es aber auch in den Upkeep, indem er Runs nachbaut und Fledermausreiter. Oh, das ist auch eine super fiese Einheit. Das ist auch so ein bisschen... Geht es auf die Kodo-Bestie? Oh, er TP'st sich zurück. Da hat er keine Lust zu kämpfen. Ja, vor allem, weil er den... Achso, nee, den Creep, obwohl ich gerade sagen, angefangen hat, aber das war ja schon fertig. Ja, aber er war da ein bisschen eingekesselt. Also er wurde da ein bisschen so von hinten erwischt. Ansonsten sind wir jetzt die 4 Monstrositäten von Herrn Winkes. Und die Batrider sind auch sehr gut gegen Gebäude. Wollte ich gerade sagen, das ist so, wird so ein bisschen als Lame-Taktik verpönt. Oder Bestie wird nachgebaut. Diese Fledermaus zu bauen und 4-5 Stück und damit mal einfach so die Mine oder das Haupthaus abzugreifen. Und durch die Illusion scoutet er ein bisschen. Die Streitkräfte eines Spielers werden. Inkes, lass dich nicht, ist nur eine Illusion, ist nur eine Illusion. Zweite Illusion ist beim Winkes in der Base. Ja. Da wird er sehen, dass der Winkes 5 Arbeiter in der Mine hat. Er baut mir für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig nach. Nicht auf 3. Ja gut, aber auch Winkes mit 59 Supply und der Ork jetzt mit 51. 51 ist natürlich jetzt eher nicht so gut. Ja. Winkes dafür jetzt mit 2 Destroyern hinten drin. Der Winkes hat da glaube ich schon wieder das Ziggurat vergessen. Dass er eben nachbaut und jetzt läuft er ohne Arklick in die Armee rein. Oder frisst er erst ein bisschen, also das heißt ein bisschen, jede Menge Schaden, bis er es überhaupt bemerkt. Deswegen ist dieser Arklick so wichtig. Wahrscheinlich war er mit seinen Destroyern beschäftigt in der Basis. Aber er macht hier ganz guten Schaden mit seinen Monstrositäten. Aber die Fiends fallen. Statues auch. Ja, dafür erwischt er 2 Headhunter, wenn er es noch gut macht. Und er hat Dispel für die Gegner. Ah, ne, wo sind seine Destroyer hin? Sind die, oder hat die gerade verloren? Die Destroyer sind ganz links unten in der gegnerischen Base. Ja, da hier. Ach, er macht schon wieder seinen Case da hinten. Todesritter gefallen. Lich hat keinen TP mehr, das kennen wir auch schon. Der wird jetzt auch fallen und damit ist das Spiel fast entschieden. Und was ich sagen wollte. Tauche auf 4. Und die 3 Monstrositäten wird er auch nicht retten können jetzt hat. Diese, mit diesem Destroyer wollte er schon wieder diesen hinterlistigen Angriff auf die Goldline machen. Die Destroyer hätten ihm natürlich ihm dem Kampf jetzt gut getan, um die Wölfe zu dispeln. Also zu diesen Dispel-Schaden gegen die Wölfe zu machen. Und mit 2 Monstrositäten kommt er raus. Licht wird wiederbelebt, aber das ist auch dann die einzige Einheit, die er neben seinen 2 Monstrositäten noch hat. Er versucht sich in die Base zu retten, in seinen Turm, aber es macht natürlich jetzt keinen Sinn. Genau. Todesritter wird an der Taverne nachgekauft. Genau, aber ohne Mana. Der Lich auch?
Ne, den Lichtschalter, der Lichtschalter, wo. Ne, den hat er ja, wohl Licht abgebrochen auch? Und auch nachgekauft. Okay. Macht das Sinn? Ja gut, was will er machen? Er braucht jetzt unbedingt irgendwas, mit dem er kämpfen kann. Ja. Allerdings halt drei Helden ohne Mana. Ja, ja, also hat es keine Möglichkeit, das zu machen. Der Todesritter stürzt sich da richtig opferungsvoll in die feindliche Front. Also für mich war das eben schon GG, ehrlich gesagt. Ja. Das ist aber leider auch wer GG. Wer bin ich, um das zu beurteilen? Der Todesritter jetzt nochmal down geht, er geht, rettet sich nochmal zum Shop, kauft sich nochmal eine Potion. Also einen Heiltrank. Ja, jetzt hat er leider keine Räuber mehr mitgenommen. Hat damit keinen Belagerungsschaden. Okay, Caesar Rex jetzt mit 2000 Gold auf der Bank, 1600 Holz. Braucht aber auch nichts nachbauen, beziehungsweise ist auf 38 so blau, baut nichts aus, hat sogar noch hier Pions im Bau. Hat sogar 5 Pions. Wundert mich. Noch komplett im Bau, also der hat er komplett. Schöner vergessen. Block auf den Todesritter, der mit 3 Lebenspunkte nochmal wegkommt. Der hat er komplett mit vergessen. 3 Lebenspunkte kommt er nochmal weg. Also, gut, wirtschaftlich wird es. Auch wenn er zu wenig ist, dass er es nochmal rausreißen kann, aber die Pions, die sind hinten noch im Bau drin, die hat er vergessen. Nicht gefallen, haben wir jetzt gar nicht drauf gehabt, blöderweise. Ich sehe nur 3 Holzkohle, wo es nicht. Ah, er hat die eingelagert. Oh ja, die glaube genau, das weiß ich, was du meinst. Er hat wegen den Destroyern hat er die eingelagert und hat sie dann wohl vergessen, wieder rauszuholen. Ja, jetzt sind sie alle wieder drin, genau. Aber es waren 5 Pions, die beständig jetzt 2 Minuten lang. Es hat wirtschaftlich ein bisschen was gebracht, aber er hatte halt auch 2000 Gold, Caesarex. Von daher war das jetzt nicht ganz so. Caesarex ist momentan aber jetzt auch nur noch mit den 2 Helden. Er hat jede Menge Supply verloren, ja. Aber jetzt schönes Ensnare auf den Destroyer. Müssen wir wenigstens ein bisschen zugute halten, also, hat sich dadurch nochmal ein bisschen Zeit erkauft. Aber mehr halt. Also, Caesarex, das, was er macht, damit ist er in seinen Aktionen ist er schon besser, aber sein Multitasking will ich an seiner Stelle. Vandalierer in der Base? Ich... Bitte? Vandalierer in Winkelsteiner Base? Oh, die sieht man auch ganz selten. Wunderschön, das sind wie beim Age of Empires die. Petarde. Genau. Und auch hier ein Zeppelin mit einem Geistwandler drin, der sich jetzt zurückzieht. Ich meine, für solchen, ich weiß es nicht. Caesarex spielt mit Winkels? Ja, ich hoffe, er wird es nicht bereuen. Ich hoffe, dass er es bereut, wenn er mit ihm spielt. So oder so rum kann man argumentieren. Wie gesagt, er ist schon, ich habe ihn jetzt eigentlich schon auch deutlich auf der Siegerstraße gesehen. Definitiv. Und wenn er einfach nur Supply nachgebaut hätte, war wieder schöner Ensnare auf den Destroyer. Da hat er blitzschnell reagiert. Wink ist jetzt auch nur mit einer Statue in seiner Armee, 2 Statues und seine 2 Helden. Das war's. Er will vielleicht eine Echse bauen. Oh, nur noch 1000 Gold auf seiner. Ja, deswegen will er die Echse bauen. Nur noch 1000 Gold. Das wird der Caesarex wissen. Oder muss er eigentlich wissen? Muss er eigentlich wissen, weil Caesarex wird das Gold aber auch langsam leer. Genau, und er macht noch keine Anstalten, eine Echse zu bauen. Ja. Aber Caesarex ist aber jetzt auch mit 60 Supply. Er muss das jetzt auf jeden Fall scouten. Das kann er auch mit den Wölfen sehr leicht machen. Schaut doch mal beim Goblin-Laden vorbei. Dann kommt wahrscheinlich der Push in die Base. Übrigens, diese Level 5, Level 3 Wölfe sind unsichtbar. Die werden erst sichtbar, wenn er angreift. Ach cool. Das heißt, er kann da ganz gemütlich hinten zur Goldmine laufen und dann wird er erst dann von Türmen entdeckt und kann beschossen werden. Link ist mit seiner kleinen Armee auf dem Weg wieder zurück. Verliert aber auch die Gruft, verliert ein weiteres Schlachthaus. Was passiert mit der Einheit, die gerade im Bau ist? Die wird abgebrochen und man kriegt alle Ressourcen zurück. Ah ja. Gut, wunderbar. Gehen wir hin. Oh, jetzt muss er auf seinen Farsier aufpassen, der kein TP mehr dabei hat. Aber das manövriert das schön raus. Oh, Stamp. Allerdings auf der Gegenseite schöner Stamp, genau. Stamp. Aber große Armee jetzt hier bei Caesarex. Ja, alleine durch den Supply müsste er das eigentlich geregelt kriegen. Nur 31 zu 58 aktuell gerade. Inges Cave kämpft weit vor seiner Base, kennen wir so von ihm nicht. Normalerweise ist er bedacht, in seiner Base zu kämpfen und... Ach, guck mal den Todesritter an, oh, der jetzt fällt und das muss es jetzt gewesen sein.
Die Ork-Armee macht Jagd. Und wenn er sich jetzt noch zu seiner... Wenn er sich jetzt noch zu seiner Echse zurückzieht, dann ist es natürlich auch blöd, dass, weil die entdeckt wird. Aber ja, auf Dauer hätte es sich wirtschaftlich auch noch retten können. Da war der Armee zu groß von Caesarex. Und damit hat Vingis auch diese Map leider nicht gewonnen. Ja, es sah am Anfang ganz gut aus. Er hat sich ganz gut geschlagen. Und das war dieser eine Kampf links oben, glaube ich, wo die Destroyer beim Caesarex unten an der Goldmine gelungert haben. Hätte die oben am Kampf, im Kampf dabei gehabt. Wer weiß. Der Kampf war eng. Ansonsten vielleicht gleich die Pen, so wie es der Caesarex einmal gemacht hat an der Goldmine beim Vingis, an der Echse. War, wie denke ich, bis zum Midgame war es ein relativ offenes Spiel. Auch der Vingis hat sich dann ganz gut rausgekämpft. Ich habe da schon das GG gesehen, als er beide Helden verloren hat. Caesarex da mit fast doppelt so viel Supply. Und da hat er, der Ork, allerdings auch viel verloren. Die Einladung konnte ich jetzt nicht annehmen. Dann, das Spiel heißt SPN, großgeschrieben. Jawohl. Ui, intense game, schreibt Caesarex. Was war es? Ja, nein, ich kann dem Spiel nicht beitreten. Oh nein, dieses Problem hatte ich letzte Woche leider schon mal. Ah, nein, gut, ich sehe es zumindest. Ah, du bist drin. Ja, okay, Gott sei Dank. Ich dachte wenigstens bringe ich dich zum Schwitzen. Ziel erreicht. Wenn das für Winke sein Ziel war, dann naja. Ja, wie gesagt, Caesarex, der war nicht ganz sauber in seinen Aktionen. Er hat in die Burrows einquartiert gegen dieses Raspman da mit den Destroyern, hat die dann vergessen. Also war auf jeden Fall schlagbar. Hat mit jeder Menge Ressourcen nicht nachgebaut. Ein paar Minuten Pause erbittet sich Caesarex. Wunderbar. Den runterkommen, der arme Kerl. Der arme Kerl. Immerhin wieder gefordert. Ja, also man merkt auch, er ist nicht so der, nicht so routiniert wie die Spiele, die wir bisher gespielt haben, oder nicht wie die Gegner, die wir bisher gesehen haben. Mhm. Gibt es auf jeden Fall Angriffspunkte für den Vingis? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, es gab mehrere Situationen, wo er hätte auch auch die Armee mal hätte schlagen können, beziehungsweise es war auf jeden Fall greifbar. Bei dem Kampf am Schluss war es auch so, dass er im Supply, ja glaube ich, 60 Supply hatte und der Ork dann nur 40, wobei die zwei Destroyer, die du halt rausrechnen müsstest, die halt überhaupt komplett nicht am Kampf teilgenommen haben. Da ist der Vingis vielleicht zu sehr auf den Wirtschaftsschaden gegangen. Ja, ich weiß nicht, das macht glaube ich auch nicht so viel Sinn, das zu probieren. Mann. Ja, die haben halt auch 2 Minuten komplett rumgestanden, so gefühlt. Ja, ich meine, es nervt halt unglaublich, wenn so Destroyer in die Base fliegen. Er hat sich auch aus der Ruhe bringen lassen, also von daher, es war nicht ganz verkehrt, aber ja, klar. Wenn er sich dann zurückzieht und mit denen was macht, wäre es halt noch geiler. Ja, nee, der Ork kann das eigentlich ganz gut verteidigen, wenn er in Burrows einquartiert und dann im Zweifel einfach mal vielleicht einen Tower hinbauen, dann kann der Vingis mit seinen Lufteinheiten dann nicht mehr viel groß was machen. Aber okay, ja. Und selbst nach den 2 Minuten, wo die 5 Pions eingelagert waren, so wie ich es gesagt habe, 2000 Gold, 1600 Holz war noch über beim Ork, weil er die ganze Zeit nichts gemacht hat. Also, ich habe mich noch gewundert, weil ich habe mir noch 3 Holzpeons gesehen und dachte mir, hat der Vingis jetzt so viel getötet und ich habe das komplett verpasst, aber nein, die waren natürlich noch einquartiert. Ja. Also fehlt mir so ein bisschen das Fähnchen wie bei Age of Empires, dass man sieht, wenn in den Gebäuden was einquartiert wurde. Ja, Gruß geht raus am Blizzard. Ja, bitte. Und der Vingis baut aktuell noch gar nichts. Also abgesehen von zwei Akkulüten. Er macht gar nichts, 0,0. Das wird eine andere Build-Order. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Hä? Der Holzghoul macht auch die ganze Zeit gar nichts? Oh, das ist natürlich ein Fehler. Den hat er, glaube ich, nicht präzise auf den Baum geklickt. Vingis, Holzghoul. Oldschool Vingis. Ja, es macht schon so Spaß, wenn man zuschaut, dann einfach so auf die offensichtlichen Fehlern hinzuweisen. Jetzt. Aber jetzt hat er es gemerkt, das tut weh. Das könnten schon so 1 bis 2 Fuhren sein, die ihm da fehlen. Das sind 20 bis 40 Holz. Es war auf jeden Fall einige Zeit, also scheiße. Ja, Mist. Ja, sagen wir mal 30 Holz, aber wir sind gerade am Anfang. Das wird ihn schmerzen. Das wird ihn auch mit seinem Bild hier völlig durcheinander bringen.
kenne übrigens wieder den Schafseher beim Ork. Wink ist noch bei weitem nicht so weit. Und diesmal ist das Ziggurat rechtzeitig fertig, allerdings ist dauert der Altar halt relativ lange. Ja. Oh, das war ein schlechter Start vom Wink. Ich weiß es nicht genau, woran es liegt, oder hat er sich auf jeden Fall verhaspelt? Ja. Das ist eine Sache, die können wir ihn später fragen. Ja, ansonsten die Map Concealed Hill, die habe ich mir letzte Woche auch ausgesucht. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Ist halt diese Map mit diesen zwei Halbrunden rechts und links. Einer schönen Graslandschaft. Und einer schönen Graslandschaft, genau. Übrigens hat mir bei eurem Cast letzte Woche, ihr hättet noch darauf hinweisen müssen, dass ich Schneekarten hasse. Nur deswegen habe ich... Nein, Quatsch. Auf jeden Fall. Aber Überraschung beim Winkes. Wir sehen nicht den Todesritter, wir sehen den Cryptlord. Oh den ja. Gruftlord. Und ich weiß nicht, wenn er eben schon so nah dran war, diesmal hätte ich ihm sogar fast geraten, dass er bei seinem Plan bleibt. Mal gespannt, was er mit dem Gruftlord vorhat. Der wurde diesmal ja ein bisschen aber gepatcht. Der Ork direkt auf dem Weg rüber, das tut dem Winkes jetzt gleich sehr weh. Und oh ja. Gruß geht raus hier an unseren SBN-Freund Jerry, der den Cryptlord schon öfters gespielt hat. Ja, übrigens, der Wink ist mittlerweile mit 4 Holzkugeln und der 5. ist im Bau. Ich sehe auch noch keinen Friedhof. Wink will jetzt auch mit dem Akolyten auch scouten, aber braucht er gar nicht, weil der Schafseher ist schon da. Genau, kann... Gut, der 4. Oh, gut, naja. Wink geht jetzt mit auf die Wölfe mit den Kugeln. Nein, den Akolyten versucht er zu beschützen. Er läuft mit dem Akolyten schön im Kreis und das ist ein Scouting-Akolyt, das heißt, er kann währenddessen noch in Ruhe Gold nachbauen. Ja. Mittlerweile der Gruftlord da, er hat 2 Spells, die man einsetzen kann. Erstens kann er Käfer aus Leichen beschwören oder er hat dieses Impale, dass er gegnerische Einheiten so in die Luft wirbeln kann. Oder der Gruftlord ist umzingelt und das war Impale gerade und damit kommt er nochmal raus gerade so. Aber er verliert einen Kronsa. Er muss zum Shop irgendwie. Gut, was macht er beim Shop? Er kann da nichts kaufen. Er ist erst auf T1. Einen Heiltrank kann er sich erst auf T2 kaufen. Wolf gegen Gruftlord. Wolf gegen Gruftlord. Gruftlord sehr angeschlagen. Aber der Turm. Aber der Turm hilft. Gerettet. Sehr schön. Aber der. Und der Held ist low. Und wir haben Nacht. Jetzt könnte er tatsächlich. Er hat keine Möglichkeit, sich zu heilen. Jetzt könnte er tatsächlich zu diesen Heilbrunnen laufen und sich da regenerieren. Hat er, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Auf dieser Karte gibt es Heilbrunnen. Genau, macht man eigentlich nicht, weil man dadurch sehr viel Zeit verliert. Auf der anderen Seite, er kann jetzt halt nicht die ganze Zeit mit seinem Gruftlord in der Base stehen bleiben. Er hat jetzt 2-mal Opferschädel geholt für verseuchten Boden. Och Gott, das wird ein Tower-Push. Hat den Ritualdolch. Den hat er. Ach, das ist seine Möglichkeit zu heilen. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Den Ritualdolch sieht man ganz selten. Damit kann er eine Einheit töten und damit Lebenspunkte regenerieren. Hat er gerade auch eingesetzt auf ein Skelett. Der Push ist allerdings jetzt schon entdeckt. Es sollte übrigens kein Tower-Push werden, sondern das wird eine Fast-Exe. Oder ein Ghoul-Push auf die Basis. Nee, es wird eine Fast-Exe. Ah, okay. Zumindest ist das sein Plan. Ist natürlich bitter, dass das jetzt sofort gescoutet wurde. Sehr, sehr, sehr unter Bedrängnis wieder. Und Gruftlord TP ziehen. Nee. Nein, er lässt das. Oh Gott, und er baut die Nekropole. Die kann er sofort canceln. Hat aber genug, er hat sehr viele Ghule. Ja, wobei die Ghule genau. Will er ihn. Aber weil die Creeps kämpfen für den Ork. Jetzt gerade nicht. Doch. Jetzt nicht mehr, doch, immer noch. Macht er einen Creep, aber ohne. Ohne Held, damit kriegt er keine Erfahrung und der Ork ist natürlich immer da. Der Surround-Versuch, aber leider. Die Ork-Ghule sind so angeschlagen, selbst wenn das Surround klappt, kann er sich da rauskämpfen. Ja. Und die Creeps greifen die Nekropole an, die er jetzt cancelt. Ein komplettes Desaster. Der nächste Ghoul fällt. Oh, ein schöner Kettenblitz, der hätte auch mal ein Triple Kill sein können. So, aber einen hat er noch erwischt, Level 2 damit. Jetzt kommt der Friedhof erst. Also seinen Plan hat er jetzt gecancelt. Das hätte eine Fast Exe werden können. Sollen. Weit hinten dran. Ja. Auch kein Tag. Jetzt der Attack. Ork hatte schon getaggt. Hat auch eine Kriegswerkstatt. Der Taucher ist wieder im Bau. Weitere Grunzer im Bau. Dann hat er 4 Grunzer. Dieser Rex ist glücklich. Ja, das hätte man vielleicht trainieren müssen.
Ja, es wurde halt aber auch, es war jetzt ein bisschen glücklich, dass es auch so schnell entdeckt worden ist. Ja, gut, ja. Also wenn es ein bisschen durchgelaufen wäre, wenn der Ork vielleicht ein bisschen gecreept hätte in der Zeit, weiß man ja nicht. Oder mehr auf die Basis gegangen wäre. Ja, natürlich, das stimmt. So, jetzt auch Level 2. Stulpen der Oberstärken bitte nicht da lassen. Jawohl. 37 zu 19 Supply, wenn das der Zerex wüsste. Ja. Aber die stoßen jetzt auch schon wieder aufeinander. Zerex hat den Creep angefangen, aber zieht sich gleich aus dem Creep zurück. Oh, Surround auf den Luftlord, er hat ein TP. Ja, zieht er auch. Muss er ziehen. Ich glaube, die ersten Insekten habe ich da auch schon gesehen. Ja, er hat den Käfer erforscht. Übrigens, der verseuchte Boden, den du hier siehst, der ist ja jetzt so mondförmig, sage ich mal. Ja. Kleiner Fun-Fact, der Wirkungsbereich ist normal, also es ist eigentlich ein Kreis, aber dadurch, dass da Wasser ist, wird der Boden nicht richtig angezeigt. Ja. Er ist nicht angezeigt oder ist er einfach kein verseuchter Boden an der Stelle? Doch, da ist verseuchter Boden, er wird noch nicht angezeigt. Okay. Kann man das irgendwie sehen, oder? Man sieht, er regeneriert auf diesem Boden. Ah, okay. Also auch selbst wenn er da im Wasser stehen würde, ja, würde man sehen, dass er regenerieren würde. Ja, und die Käfer hätte ich mir als ersten Skill gewünscht. Das wurde gepatcht, er kann mittlerweile aus einer Leiche zwei Käfer beschwören. Und die haben auch keinen Cooldown, also die laufen auch nicht ab irgendwie. Die hat er permanent in seiner Armee dann, kann damit super scouten, kann damit gucken, was der Gegner macht. Und am Anfang, das Impale ist halt sehr wertvoll gegen eine Masse von Einheiten. Jetzt wird es sich zum Beispiel lohnen, da mal ein Impale reinzuschleudern. Können sich die Käfer nicht sogar eingraben? War da nicht sogar irgendwas? Die können sich eingraben, allerdings erst auf einem höheren Level und das war jetzt das GG. Ging das auch jetzt mit keinem DP mehr? Oh, krass, das ging jetzt schnell. Ja, ich bin dankbar, ich hab's heute ein bisschen eilig, aber so schnell hätte es jetzt auch nicht sein müssen. Ja, ansonsten das zweite Spiel leider eindeutig. So, wechseln wir den Kanal. Ich weiß es nicht, ob CRX zu einem Interview bereit ist, aber das wie gesagt, ich gehe mal schauen. Genau. Mal in die allgemeinen Kanäle rein. Bisher noch keine Bewegung. Warten wir noch kurz. Ansonsten haben wir ein klares 2-0 gesehen. CRX gegen Winkes. War definitiv mehr drin. Winkes ja, vielleicht mit der falschen Taktik. Im zweiten Spiel schon. Mhm. Ja. Lass uns einfach mal in den allgemeinen Sprachkanal schon mal rüberwechseln, dass der Winkes auch sieht, dass wir drin wären. Jawohl, bis gleich. So, wunderbar. Hallihallo. Haben wir Winkes in drei Matches quasi noch null Maps geholt, leider. Da ist auch bei uns im Kanal. Hallo Winkes. Hallo Herr Winkes. Hallihallo. Sei gegrüßt. Hast du eine Information, ob CRX noch zu uns stoßen wird? Gebt mir einen Moment. Wir geben dir ein kleines Hello. Gott, kann der Winkel schnell schreiben. Irgendwas muss er ja können, wenn es Warcraft schon nicht ist. Ja, jetzt lese ich ein Go Winkes, das freut mich ja, hat aber nichts gebracht. Ja, das kam von der lieben Sari. Mit dem Emote Black Lives Matter. Ah, was hat Black Lives Matter mit dir zu tun? Nein, das ist, glaube ich, der aktuellen Situation in Amerika geschuldet, dass das einfach immer angebracht ist. Bist du den Afroamerikanern besonders zugetan? Oder wird das jetzt zu politisch? Wir brechen das mal kurz ab. Hallo CRX, grüß dich. Ah, da ist er ja schon. Genau. Ich hab Servus, gesagt, hallo! Soll ich überhaupt, aber dann hat es Sinn gegeben, ne? Bitte? Ich habe kurz überlegt, wo ich überhaupt hin muss. Ja, nee, okay. Du bist genau richtig. Wunderbar. Sei gegrüßt. Ja, in dem Sinne nochmal herzlich willkommen und ja, GG. Ja, gut Game auf jeden Fall. Hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. War sehr knapp. Das erste Map. Das erste, ja. Genau.
Ja, liebes Kommentatorenteam, was meint ihr? Ja, ich würde gerne mal eure Meinung fürs zum ersten Spiel hören. Vielleicht genau, Cesarex, fang mal an. Wie hast du das dein erstes Spiel gesehen? Du sagst ja Shell selbst schon, es war relativ knapp. Hast du dich zeitweise vorne gesehen oder wie hast du dich gefühlt dabei? Nee, tatsächlich. Also das erste Game war, finde ich, oder habe ich jedenfalls durchgehend als sehr ausgeglichen empfunden. Ich habe immer ein bisschen Angst bei den Untoten, bei den Undead. Gerade der Lich kann dann immer... es ist halt immer ein bisschen krass, was er dann halt für einen Schaden raushaut mit der Frostnova und so weiter und so fort. Deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Ich wusste auch am Anfang noch nicht so ganz, was ich spielen will. Mache ich jetzt einen Headhunter Shaman-Build mit Bloodlust oder was spiele ich? Und da habe ich mich irgendwie ein bisschen verfangen. Da habe ich erst das eine angefangen, habe dann das andere weitergemacht. Da musste ich mich ein bisschen zurechtfrickeln. Das ist eine sehr bunt gemischte Armee zeitweise, ja. Genau, da war ich ein bisschen nervös, glaube ich. Ja, ansonsten fand ich das eigentlich ganz gut. Die Kämpfe waren in Ordnung. Ich habe ab und zu kleine Fehler gemacht. Aber es passt. Ja, ich kann dem insofern zustimmen. Da hatte ich wohl Glück, dass du dich da ein bisschen verhaspelt hast. Sonst wäre das vielleicht nicht ganz so. Ich war ja recht schnell am Durchstecken. War auch so geplant. Ich könnte mir bei dem Spiel halt einfach wieder selbst in den Arsch beißen, was ich in dem Kampf da ohne TP mache. Keine Ahnung, was ich da verloren habe. Das ist das, was mich dann geärgert hat. Davor lief alles ganz gut. Musste zweimal raus TP'en. Weiß nicht, ob die Trades so in Ordnung waren, aber es war auch keine heftige Niederlage. Also so weit, so gut. Und mit den Heldenleveln hätte man hoffen gekonnt, dass man da noch ein bisschen Überhand kriegt. Fazir schön kurz rausnuken. Aber ja, Winkes war ja der Meinung, TP wird überschätzt. Gegen Ork, bitte, Stomp, da komme ich raus, überhaupt kein Problem. Ich hätte mir in dem letzten großen Kampf hätte ich mir noch die zwei Destroyer im Kampf gewünscht, anstatt links unten in der Map zu verharren. Ja, das auch. Du hast zwar ein bisschen Schaden gemacht, du hast dafür gesorgt, dass, glaube ich, 5 Pions minutenlang im Bau waren. Das hat uns zwar wirtschaftlich gar nicht geschadet, aber wenig. Also ich am Ende von dieser Zeit, als ich es auch entdeckt hatte mit den Pions, hattest du trotzdem noch 2000 Gold, Cesarex, und 1600 Wood. Also es hatte jetzt nicht ultimativ viel geschadet, aber ich glaube, mit den Destroyern wäre der Kampf definitiv nochmal anders gelaufen. Ach, ja, ich darf den Kampf da nicht nehmen. Also das war ja so gedacht, dass die so um Nerven gehen. Der Kampf darf da einfach nicht stattfinden. Raus TP'en, früher wegrennen, ja. Was ich auch dazu sagen kann, also ist es überhaupt effektiv, da mit den Destroyern ein bisschen Schaden zu machen? Also ich glaube nicht, die machen ja auch nicht so einen Unit-Schaden an normalen Units, wenn du keinen Mana hast. Das heißt, die Pions, da braucht es auch schon relativ lange, um die zu töten. Und die Terex machen auch gut Schaden. Und das sind so teure Units, die brauchst du bei deiner Armee. Und dazu noch ein Nachwort, du bist dann irgendwann auch mit denen wieder rübergeflogen, beziehungsweise so kurz vorm Ende bist du rübergeflogen, hast die auch verloren. Das war mal eben 500 Gold und weiß ich nicht wie viel Wood, einfach für nichts. Also das. Da hast du aber auch nicht schnell reagiert als und sie immer schön entsnährt. Ja, als ich die da verloren habe, da war ich geistig schon geschlagen. Genau. Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Ich habe sie einfach wie über die Karte geschickt, ohne zu gucken, ob da ein Gegner ist. Mit dem Runterfliegen, das war zumindest geplant. Du hast recht, die machen nicht viel Schaden. Ich wollte dich eigentlich nur ein bisschen nerven. Das hat der Hauptfehler. Ich wollte in dem Moment eigentlich keinen Kampf mit der Armee haben. Und habe dann aber, als ich gerade gesagt habe, oh scheiße, ich TP mich schnell raus, festgestellt, oh, da ist kein TP. Und das war das ganze Problem und Gedanke dahinter. Und wir haben nochmal eine schöne Zuschauermeldung, liebe Sari. Der Cesarex ist ja auch so nett. Jetzt kann ich nicht mal jemanden bashen. Doch, du kannst den Herrn Winkes bashen. Ein Problem. Ja, genau. Ja. Tritt auf am Boden liegende Boden. So kennen wir das von dir. So, wo wir schon beim Stichwort sind mit dem Treten, kommen wir mal zum zweiten Spiel, Winkes. Ja? Was war deine Taktik? Ja, wenn es mit der Spannungstaktik schon nicht klappt, dann packen wir mal was Neues aus. Darf ich als Experte kurz deine Theorie erklären, ja? Also du wolltest den Wald nicht abholzen, dass du dich besser zubauen kannst, ja? Deswegen hast du den Holzgul am Anfang nicht ans Holz geschickt. Das war irgendein scheiß Bug. Also natürlich war es mein Fehler, aber ich habe den irgendwie dreimal draufgeklickt, da ist er dreimal nicht losgelaufen. Da hatte ich wohl irgendeinen Leck drin, da kam nämlich auch das GLHF irgendwie verspätet. Und dann ist er aber losgelaufen, ich hatte aber anscheinend neben den Wald geklickt, aber loslaufen hat für mich geheißen, nope. Jetzt hackt er Holz. Ja. Okay. Liebe Sarah, wir können ein bisschen polemisch, aber das war halt schon bitter. Ärgerlich. Ja. Ja. Liebe Sarah, wir können doch jemanden bashen, nämlich Blizzard. Ja. Oh ja. Blizzard geht immer.
Ja, dann dachte ich halt, ich versuche mal so eine Fast-Exe, die hast du halt aber extrem schnell gescoutet auch. Ja, das war ein bisschen glücklich, dass er da gerade war. Aber Winkes, an dich nochmal die zweite Frage gleich. Also Gruftlord natürlich, ich lobe das immer, wenn man was Neues ausprobiert. Also warum hast du aber Impale als erstes gescoutet? Ja, das war auch ein Fehler. Käfer? Weil gerade am Impale ist halt gut gegen eine Masse, die du am Anfang ja nicht hast. Und mit Käfern hast du halt 2 Units mehr. Ja, okay. Darf ich auch noch 2 Worte sagen dazu? Ja, also, selbstverständlich. Wo ich den Cryptlord auch gesehen habe, ne, da war sofort klar, dass du expandieren willst. Das ist ja gerade mehr oder weniger gängige Meta, Fast Expand, ne? Und damit deinen 500 Beatles alles kaputt kloppen und du hast dann so einen großen ökonomischen Vorteil. Und da wusste ich auch direkt, dass du expandieren willst. Das heißt, da musst du dich besser dann darauf vorbereiten. Und was mir auch aufgefallen ist, du bist 2-3 Mal einfach mit deinem Hero reingerannt oder mit deinen Units. Rechtsklick anstatt Attack Move oder was du gemacht hast. Und wahrscheinlich war das ein bisschen Tilt und ein bisschen Unachtsamkeit. Ja, also ich habe tatsächlich gedacht, es war zwar knapp im ersten, aber anscheinend schaffe ich es doch nicht. Versuchen wir mal was Außergewöhnliches und naja, man sollte sowas vielleicht vorher mal üben, bevor man es einfach mal spielt. In einem Ligaspiel, welches gecastet wird vor Hunderten von Zuschauern. Genau. Ich wollte euch unterhalten. Thorsten freut sich über neue Helden, also dachte ich, ich spiele mal neuen Helden. Eine wunderbare Idee. Ja, wunderbar. Jo. Ach, und noch was, warum hast du die Creeps weitergemacht mit deinen Ghoulen? Ja, weil die auf mein Gebäude geschossen haben, das ich vielleicht einfach hätte abreißen sollen. Gut, ja, der Zererex ist aber, gemacht. Zererex ist aber schon sympathisch hier, der stellt die fiesen Fragen, ich kann mich da entspannt zurücklehnen und dann... Ja, nee, interessiert mich nur. Also war auf jeden Fall, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das erste Game, wie gesagt, sehr knapp, sehr herausfordernd. Und das zweite Spiel, ja. Jemanden den Grund Boden zu stampfen, macht ja auch Spaß. Nee, aber gleichfalls war mal wieder nett. Genau. Die Sari hat es ja schon geschrieben, die ganze Liga ist ganz sympathisch. Es spielen zumindest nur nette Leute mit. Da kann man dann auch mal verlieren. Ich reg mich nur über mich selbst auf und dann passt es soweit. Ja, dann vielen Dank, Cesarex. Vielleicht noch ein letztes Wort. Wie kommt dein Name zustande? Cesarex. Boah, ganz, ganz lange Geschichte, ne? Von Kindertagen an. Von Cesare. Und dann einen auf cool gemacht und aus Cesarex gemacht. Okay, cool. Das war schon. Und so lange war es ja gar nicht. Ich dachte gerade, 2 Minuten gestehe ich dir zu. Aber wollte gerade sagen, irgendwann hätte man dann die Timeout genommen, aber war jetzt gar nicht notwendig. Alles gut. Alles klar, gut. Vielen Dank, euch noch einen schönen Abend. Ja, ebenso, danke. Vielen Dank fürs Vielleicht bis bald immer wieder. Und viel Erfolg noch. So, gleichfalls, ciao. Tschüss. Ciao. Ja, Herr Winkes. Ich bin am Ende. Wir gucken nochmal kurz auf die Liga. Das ist jetzt hier noch nicht drin natürlich. Oder was heißt? Was heißt natürlich? Das war schon drin direkt nach dem Spiel. Wir sehen den Herrn Winkes mit Score 2. Herzlichen Glückwunsch, Herr Winkes. Ja, auf die hätte ich lieber verzichtet. Die kriegst du also, von uns auch nicht angerechnet. Also das war halt gegen den, der rausgeflogen ist. Ich hätte lieber das Spiel gemacht. Aber nun ja, es fehlt halt einer bei uns in der Liga. Das Spiel gegen den Platzhalter? Ja, genau. Gut. Finde ich lustig, dass er schon Platzhalter heißt, aber jetzt noch in Klammern einen Kickt hinten dran hat. Armer Kerl, mit so einem Namen rumzurennen. Ja. Nee, von daher... Übrigens noch ein kleiner Gag an alle Neueinsteiger, die nächste Saison mitspielen wollen. Ich finde es so als Nickname Platzhalter 1 bis 13 ganz lustig eigentlich, um den Herrn Zun zu ärgern, den Liga General Manager. Da wird er ordentlich fluchen. Das wäre ein Spaß. Und, stimmt, Winkes ist ja da, die alte Buschhupe. Den kannst du bashen. Genau. Wobei auch nicht zu sehr, weil er ist am Boden. Ach, jo, es geht. Das erste war tatsächlich, war ich, was heißt zufrieden,